Und da sind wir wieder zurück. Let's play Dragon Quest 11 mit Opa Bodo gegen Großmeisterin Peng, würde ich sagen. Ich denke, das sieht mir schon sehr nach einem Kampf aus hier. Haben wir von Lebenspunkte? Ja. Sehen wir gut aus? Ja. Naja. Hätte besser sein können. Aber egal, wir sind mit diesem Gesicht zur Welt gekommen, jetzt müssen wir damit leben. Dann reden wir mal mit der Großmeisterin. Your grandfather has mastered the last secret of Angry La. He now has the power to send enemies straight to the beyond. Okay. It is a technique first devised in the Age of Heroes by Morkant, brother in arms of the Luminary of Legend. For you, I have a technique no less impressive. An attack of such incredible power that it can tear through all four dimensions. Oh, das klingt ja geil. It was devised by Erdwin himself during his training with Ai Yi, our first Grand Master. And it will give you strength beyond reckoning, Luminary. Oh, ich bin jetzt echt gespannt, was das sein wird. Well, that can't be a bad thing. Me with Morkant's spell and you with Erdwin's attack. We'll be unstoppable. Ja, finde ich auch. Moin, Eldanesh. Bist du erst dazugekommen? Ist mir gar nicht aufgefallen. Ich dachte, du bist schon die ganze Zeit hier. If you can master it. None since Erdwin has been able to do so. The training you must undergo to acquire this power will be more intense, more relentless, more excruciating than any you have faced before. Well, do you think you have what it takes to endure this most trying of trials? Na sicher. I knew you would make the right choice. Now, let us begin. Okay, jetzt hätte ich ganz gerne hier so Musik wie bei Rocky Balboa oder so von wegen, ne? The first step is to focus your mental energies and call forth a blade of pure light. Okay. Das ging flott. As can be expected for a first attempt. The heat of battle should help to speed you up a little. Das war ja so klar. Battle? You mean you're going to fight him? Och, no, the poor lad's not ready. Me? Why would I rumple my nice clean robe when I have you to do my dirty work for me? What? You're going to make me fight my own grandson? Ja, scheint so. You better, Lord Robert. You have mastered all our secrets now. There is no one better suited to the task. And besides, I've always wanted to see two princes of Dundrasil battling it out. Let me know when you are ready to begin. Ah, okay. Ja gut. Die übliche Samstag-Armer-Runde, ich hab's vergessen. Also denn, bin ich bereit für den Kampf? Ja, wir verprügeln jetzt einfach mal meinen Großvater. Before we continue, allow me to give your grandfather an unfair advantage. All in the name of speeding up your training, of course. Geil, jetzt wird er ein Monster verwandelt. Alive in decades. Let me at the little blighter. Hey, komm mal wieder runter. That's nur weil ihr jetzt anfängt zu schimmern oder was? Don't hold back. Show him the true power of our last and greatest secret. Just you watch me. Luminary, prepare yourself. Beat back the onslaught and unleash the technique if you can. The more you use it, the stronger it will become. You must practice until it is perfect. Okay. Here I come, laddie. It's time to show you what this old man can do.
Aber wir haben doch eh schon mal gegeneinander gekämpft. Bodo nähert sich. Willst du den Pokéball werfen? Ja, ich würde einen Pokéball werfen. Er bereitet einen Angriff vor. What? Moment. Ist das der Quadra-Hieb? Ja, ist es wohl. Ich probiere es jetzt einfach und hoffe, dass es funktioniert. Das macht die Sache nicht besser. Ich setze mal eben eine Heilung ein. Ich weiß nicht, was hier noch auf uns warten wird. Ah. Okay. Megaschwächung. Wie assi. Naja, komm. Aber wenn die für jede Anwendung stärker wird, wird das natürlich geil. Und dann kommt wieder Perlentor. Perlentor tut wieder mächtig weh, sag ich ja. Alter. Kollege. Halt dich mal ein bisschen zurück, bitte. Und dann wieder die Mega-Schwächung. Okay, das ist echt dreckig hier, was der hier veranstaltet. Okay, nichts passiert, das ist gut. So, jetzt nutze ich mal eben das schützende Schwert. Und der nimmt wieder den nächsten Angriff. Komm, ich probier's einfach nochmal. Hauptsache einen davon weg. Oh fuck, das... Und verkackt. Jetzt sag nicht, ich muss... Ne! Den ganzen Scheiß nochmal machen? Ich hab doch da oben abgespeichert, dachte ich. Och nee. Hab ich da oben nicht abgespeichert? Moment. Nein, ich habe nicht abgespeichert. Aber warum nicht? Why? Okay, alles nochmal von vorn. Moment. Oh, ich muss... sprich auf dem Platz, den ich mir... In der Zwischenwelt mit Großmeisterin Peng. Mom. Shaozong? Heißt das vielleicht, dass ich dann doch von hier
wieder Zugriff drauf haben. Das wird uns ein bisschen die Zeit kürzen. Nope. Nope. Wir dürfen wirklich den gesamten Weg nochmal laufen. Richtig geil. Einen Teleport haben wir auch nicht, ne? Dorthin. Kleinen Moment. Himalaya-Gipfel? Wo ist denn das nochmal? Hänge? Gipfeltunnel? Gipfelschrein? Wait. Funktioniert das tatsächlich vielleicht? Das wäre ja geil. Ich probier's einfach. Oh, Schwein gehabt. Echt Schwein gehabt an der Stelle. Okay, once again. Ich dachte, jetzt muss ich den ganzen Weg nochmal laufen. Lauf doch nicht gegen die Wand, Junge. Da bin ich wieder. Before we continue. So, ja, bevor wir anfangen. So, bereitet seinen nächsten Angriff vor. Und er macht gleich diesen Angriff. Das nervt doch. Komm, wir machen gleich das schützende Schwert diesmal. So, Zauber. Mehr Heilung. Sehr schön daneben. Und er bereitet nichts an. Das ist so fies, dass der zweimal angreifen kann teilweise. So, das war das erste Mal angreifen. Doppelgänger. Moment. Hier mache ich es jetzt ein bisschen anders. Ah, das wäre... Das war gut. Und bereitet wieder seinen nächsten Angriff vor. Die Doppelgänger löse ich dann einfach mit Krach auf. Schützendes Schwert zwischenwerfen. Ja gut, da kommt das Perlentor, das war klar. Alter! Kurz eine Mehrheilung zwischen. Naja, Doppelgänger. Die nerven jetzt schon wieder. Nächster Angriff wird wieder vorbereitet. Dann wird es wieder Zeit für den Quadra-Hieb. Und wieder Doppelgänger. Und er bereitet wieder seinen nächsten Angriff vor. Ärger. Egal. Lieber einmal Krach, damit die Doppelgänger weg sind. Damit wir auf Perlentor reagieren können, mehr oder weniger.
Aber das gefällt mir nicht, weil wir nämlich unglaublich viele Magiepunkte lassen. Okay, er wird stärker. Jawohl. So einfach hätte es funktionieren können. Na gut. Aber auch gar nicht so wenig Erfahrungspunkte dafür, dass wir ihn hier, dass wir unseren Großvater verprügelt haben. Oh yes. Wonderful. I couldn't have beaten him more soundly myself. Sehr gut. I must say, I doubted you had it in you. But you have proved me wrong. And for once, that is no bad thing. Das hab ich dir vorhin aber auch schon gesagt. The power of the technique comes from your heart. Hone that greatest of weapons, and none will be able to stand before you. Now, I think it's time we peeled that old degenerate off the flagstones, don't you? Oh, wie nett. You beat me. Even with the last secret of Angrila in my side. Och, I can't believe how much you've grown, laddie. You weren't too much of an embarrassment, no. Perhaps I finally have a disciple worthy of the name. Uh-oh. Uncool. So this is where you have been hiding. Wait, I know that voice. Mordegon. Sniveling worms. You thought to escape my clutches by cowering here in this ruined world. You have only delayed the inevitable. No! Curse you! I had thought your powers could not reach us here. It seems I underestimated you. So inconsiderate. There was one last thing I wanted to teach you. Fine. It seems we must do it the hard way. You two will just have to learn the ultimate ability here and now. Or die trying. Das klingt What? Gar nicht so gut. So the last secret of Angrila wasn't the last one. And Quadra Slash wasn't either. Of course not, foolish man. There is another. A supreme skill devised by Grandmaster Ayi. One that Erdwin and Morkan performed together. Well, don't just stand there. Combine your powers. Revive the technique that was lost to us so long ago. Ich bin mal echt gespannt. Happy. You dare to resist me? Ja, immer. Du bist böse, wir sind gut, dann muss man doch widerstehen. Exactly when I say it. We have only one chance. Robert, do not think. Act. Use the technique I taught you. Quickly! Yes, the last and greatest of all the secrets of Angrila. The technique to end all techniques. Solar Flare!
He is back with us. Ah, but he is greatly weakened. We must get him to the temple right away. Ausgezeichnet. Ein klein wenig Ruhe. Ah. Musst du ja mal so grimmig gucken? You are finally awake. Good. I feared you had suffered some lasting injury. Lord Robert awoke a short while ago. He's outside speaking with the High Lama. We should join them. Wie unerwartet, dass wir jetzt nochmal mit denen reden müssen. Aber hey, uns geht's ausgezeichnet. Wir haben neue Sachen gelernt. Ich bin mal echt gespannt, ob man jetzt im Kampf sein muss, um... Ob man jetzt Bodo dabei haben muss, um diese Fähigkeiten einzusetzen. Wenn, dann wäre das blöd. Ist er hier? Hallo? Nee, hier ist er nicht. Dann wieder zurück. Das wäre echt bescheuert. Weil ich würde ganz gerne mein Girly-Team gerne behalten. So, aber wie hast du es denn geschafft, in so kurzer Zeit wieder so viel zuzunehmen? What are you staring at me like that for? Is there something on my face? It is your physique, Lord Robert. You were a good deal slighter. Heh! Oh, that! Nothing a good breakfast couldn't cure. Aye, the Grand Master put me through worse on more than one occasion. What? Lord Robert has told me what came to pass in the void, that you met Grand Master Pang, and that she trained you in the ancient arts. I hear that you were even able to master the ultimate abilities of your ancestor Erdwin. You have my congratulations. Danke. And I hear that I owe you a debt of thanks, Sir Henrik, for looking after the boy here while I was away. Please think nothing of it, my lord. It is the least I could do to make amends for all the wrongs I have done. Indeed, I feel I must apologize. Ach, don't torture yourself over it, son. We've all been pawns in Mordigan's game. You've nothing to apologize for. Thank you. Truly. What do you intend to do now? We had hoped to find guidance here in Angrilar, but alas, we find ourselves at an impasse. Well, funnily enough, I was just thinking about something Grandmaster Pang told me. She said old Erdwin used a very special form of transport when he went after the Dark One. Some sort of sacred flying contraption. Na, endlich ein Luftschiff! Whatever could that mean? I didn't get the chance to ask her any more about it. But it sounds like just what we need to get up to that castle and knock Mordigan off his perch. As for our old friends, none of them were exactly the giving up type, eh? If I'm still alive and kicking, you can bet the rest of them are out there somewhere. So, what say we head over to Arboria and keep an eye out for our pals on the way? If this flying doodad's supposed to be sacred, the folks over there'll know something about it for sure. There's no time to lose. The longer we wait, the stronger Mordigan gets. So, let's get going. Das ist doch spitzenmäßig. Bodo's back in town.
Das habe ich gerne. Na, ah, Sonneneruption muss wirklich als Superkraft gewertet werden. Mist. Disciples of Anguilla will do all that we can to aid you in your preparations to take on the Lord of Shadows. We have even devised a special training regime for you. Visit us again soon. We will stand ready to help you hone your powers. Sehr, sehr nett. Jetzt ist natürlich nur die Frage, wie kommen wir am besten... Wie kommen wir am besten nach Antiquia? Das ist aber ein tolles Questziel. Ja, rette die Welt und finde deine Freunde. Danke. Oberflächlicher hätte man das Ganze nicht machen können. Weg mit den Vasen. Habe ich keinen Bock drauf. Vasen. Oh, wait. Lieber nochmal eine Sicherheit. Sicherheitshalber abspeichern. So. Und auch noch wichtig, verschiedenes. Charakterbaukasten. Wir haben nämlich gar keine Punkte auf Bodo bisher verteilt. So, wir haben hier den Erleuchtungslauf. Wir haben die Klauen und die Waisenstäbe. Ich glaube, wir bleiben bei ihm bei den Klauen, genauso wie bei, wie bei Jade. So, da ziehen wir nochmal ein paar Punkte hoch. Ausweichen mit Klauen erhöht. Was haben wir noch? Angriff mit Klauen plus 15. So, hier haben wir auch noch Chance auf kritischen Treffer. Her damit. We need this. Was haben wir hier? Angriffskraft nochmal erhöhen. Ja, definitiv. So, und damit fehlt das hier noch. Treffgenaue Klaue. Unentrinnbarer Angriff. Büchsenöffner. MP-Absorption mit Klauen 10. Plus 2%. Richtig gut. Muss man haben. Ausweichchance erhöhen, finde ich auch super. So, was haben wir jetzt hier für ein cooles Feature? Dreifacher Klauenhieb mit entsetzlicher Effizienz. Her damit. Ja. Kostet viele Magiepunkte. Müssen wir mit leben. Ausweichchance nochmal erhöhen. Ja. Richtig geil. So. Flinkheit, da kommen wir nicht hin. Haben wir noch irgendwas? Ne, wir haben nur noch 3 Punkte über. Ich glaube, da wird nicht mehr so viel drin sein. So, Ausrüstung. Der Bodo hat nämlich nichts ausgerüstet. Gegenstände. Dann wollen wir doch mal schauen, was wir ihm hier noch geben können. Wo sind denn hier die Clown? Ich kann ja auch einfach mal nach Typ sortieren. Dann haben wir erstmal die Waffen. Da haben wir Krähenkrallen. Ja, sehr gut. Dann muss er noch irgendwas bekommen. Hier Bronze, Hermeshut, Diebesturban. Silbertiara, kann das irgendwer von denen tragen? Nee. Eisenmaske. Nee. Merkurkopftuch. Oh. Ich glaube, da müssen wir noch mal ein bisschen was rausholen. Das sieht gar nicht gut aus. Lederumhang. Nee. Pelzakademie. Das ist wohl für Mädels. Kettenpanzer. Prinzessinrobe. Ja, ich habe natürlich nur Kram. Für irgendwelche... Ja, den Stärkering kann er auf jeden Fall nutzen.
So, was haben wir hier noch? Irgendwas, was nochmal ein bisschen die Stärke erhöht oder sowas? Der Goldring. Ja, genau, der Goldring. Den kann er auch nochmal nutzen, um noch ein bisschen die Abwehr zu erhöhen. So, und jetzt müssen wir tatsächlich nochmal gucken, dass wir hier irgendwo nochmal eine vernünftige Waffe, nochmal eine vernünftige Rüstung für ihn bekommen. Ah, hier können wir nochmal ein bisschen was gucken. Maske der Mobilität. Ja, komm, nehmen wir den Merkurtopf. Hier haben wir nochmal ein bisschen was. Dann kriegt er noch den Schildkrötenpanzer, damit er überhaupt irgendwas trägt. Abspeichern wollte ich auch noch. So, ausgezeichnet. Und damit beenden wir diese Folge. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bei Dragon Quest 11. Bis denne und so weiter. Dankeschön fürs Zuschauen.